35 Kilometer. Diese Strecke ist jederzeit abkürzbar, weil wir haben alle 5 Kilometer einen Bus stehen und in diesem Bus, da kann man eines machen, erstmal nach vorne mit dem Bus hinfahren und wenn die Gruppen von hinten kommen, kann man später einsteigen. So. Oder man sagt, ich höre dann auf, wenn ich nicht mehr kann. Und ich empfehle, das ist der bessere Weg. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ich mich freuen auf den Fußball. Das ist der bessere Weg, das zu tun, weil vielfach gelingt es den Leuten, die nie eine 35 gelaufen sind, gelingt es dann, weil sie die Sicherheit haben, ich kann jederzeit in den Bus einsteigen, dann noch mal, ich laufe noch mal 5 Kilometer und schaffen es dann wirklich, diese 35 zu laufen. Wir haben also zwei Busse dabei, die uns begleiten und da ist auf dieser Strecke ist das noch wesentlich einfacher als auf anderen. Wir beginnen dort an einem Lokal und das ist direkt an einem Fluss, sehr romantisch. Da kann man dann auch auf die Toiletten gehen und man kann da Klamotten liegen lassen. Wir kommen dann auch dahin wieder zurück und essen anschließend dort etwas. Nehmt euch also ein bisschen Geld mit. Wir haben bestellt so ein Menü mit Salat und ich glaube, mit einer Sättigungsbeilage, wie das heißt, und einmal Fisch und einmal Hähnchen. Das kann sich dann jeder auswählen. Kostet 6 Euro das Ganze. Also das ist sehr, 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 sehr wichtig. 6 mal 90? Bitte, wenn ihr nichts essen wollt, müsst ihr unbedingt euch ein energiereiches Getränk oder ähnliches mitnehmen. Ja, viele Leute sagen, mach ich nicht und fahren dann in diesem Hungerzustand vom Körper, der seid ihr ausgemauert, nach Hause. Das geht nicht. Wir haben euch auch geschrieben, ihr solltet nach Möglichkeit wir haben euch den Ultra-Refresher vorgeschlagen, sofort, nachdem ihr ins Ziel gekommen seid, die so ein Ultra-Refresher trinken oder auch sofort etwas essen. Ist erstmal egal, was es ist. Es kann auch eine Cola sein, was ihr trinkt. Hauptsache erstmal Energie. Das erkläre ich auch nochmal, was im Grunde genommen in eurem Körper dort vorgeht und warum man das so schnell machen muss. Ganz wichtige Sache, das kann ich jetzt nicht machen. Ich sage es euch nur, Energie zuführen, sofort nach der Ankunft. Die Strecke ist eigentlich eine 15 Kilometer Wendestrecke. Damit wir aber auf die 35 kommen, haben wir vom Start weg einen Arm 1,25 Kilometer rein und wieder raus. Dann hat man 2,5 Kilometer gelaufen und wenn man zurückkommt, läuft man nochmal in diesen Arm rein. Dann hat man die 35. Oder man läuft eben nicht in den Arm beim Rückweg. Hinweg müssen alle da rein. Das geht nicht anders. Sonst kommen wir durcheinander. Auf dem Rückweg kann man dann sagen, okay, ich laufe gleich zu dem unserem Lokal, wo wir sehen, dann habt ihr 32,5. Das ist also variabel. Es wird gelaufen in den Gruppen, die ihr ja schon kennt. Und dabei passiert eines immer wieder. Und was uns zur Weißglut bringt und die ganze alles stört. Es ist Leute, die sagen, ich laufe eine Gruppe langsamer. Und das kann man denen sagen, nein, ich mache das nicht. Ich will langsamer. Dieser Mensch hat die Idee, dass diese Gruppe zu schnell für sie ist. Für sie ist sie vielfach faul. Ja, ist zu schnell für mich. Deswegen laufe, ich will langsamer laufen. So. Aber die in dieser Gruppe mitlaufen, die laufen doch das Tempo. Die haben auch Respekt vor der Strecke. Die haben auch Angst, dass da noch Berge kommen. Ja? Und diese Person, ne, wir haben eine gehabt, ne, ja. die hat fast geheult, weil ich ihr gesagt habe, sie soll da mitlaufen. So, was hat sie gemacht? Ja? Plötzlich war sie 200, 300 Meter laufen, läuft sie alleine. Und das stört die ganze Organisation mit den Bussen, wenn mittendrin zwischen zwei Gruppen jemand läuft. Ja. Ist Robert hingegangen, hat sie gefragt, warum sie denn so, Gruppe warum, warum sie nicht in der Gruppe geblieben ist. Da sagte sie, sie wäre alle zu langsam. Ich laufe schon mal vor. Ja. Und es passiert noch Folgendes dabei. Es passiert dann unbewusst, wenn jemand stärker ist, dann kommt die Gruppe an Berg und die quasseln die vorne, wie das so üblich ist. Ne? Dann laufen diese Menschen den Berg hoch, die Stärkeren, die nicht in die Gruppe gehören. Ja? Und weil sie ja bessere Konditionen haben, laufen die einfach schneller hoch. Und die anderen da hinten versuchen dann nachzukommen. Und die quälen dann die ganze Gruppe. Also ich bitte euch, geht in eure Leistungsgruppe rein. Das klappt ganz hervorragend. Bis 25 Kilometer solltet ihr zusammenbleiben und dann kann danach
kann jeder sein eigenes Rennen machen, dann kann nichts mehr passieren. Da könnt ihr euch auch dann einen ausstoßen, wie ihr das immer wollt. Ja? Es gibt ja viele Leute, die kennen ja diese Endbeschleunigung. Und wer jetzt gerade eine Endbeschleunigung macht in Marathonvorbereitung, kann die natürlich hier auch machen. So, wir fahren dann morgen früh um 10 Uhr los. Ich bitte euch dann, eure Getränke unbeschriftet zu Robert zu bringen. Robert bezeichnet eure Getränke mit einer Nummer. Diese Nummer bekommt ihr auch auf die Hand. Wir räumen dann mit denen, die jetzt in den Bussen mitfahren, räumen wir das da draußen auf und dann stehen die, meistens bekommen wir Kisten, dann schön aufgereiht. Da könnt ihr dann eure Getränke immer einfach rausziehen und trinken. Bitte trinkt nicht aus anderen Flaschen. Ich habe das bei der anderen Gruppe schon mal erzählt. Wir hatten vor ein paar Jahren auf Java jemand, der hatte Verdacht auf Hepatitis. Und das wäre dann noch ein schlimmerer Fall. Aber es gibt also sehr starke Infektionsmöglichkeiten über den Epstein-Barr-Virus, genannt auch Mononukleose und Pfeiffer-Drüsenfieber. Das ist also ganz gefährlich und ganz ansteckend, also speziell über Flaschen gemeinsam, dass man da gemeinsam raus trinkt. Man nennt das auch das Kussfieber, das bekommt man auch immer durch Speichelübertragung, eben ganz, ganz speziell. Und es heißt auch im Jargon, in USA heißt das Trainingslagerfieber, Campfieber. Ich bin ab 9:30 mit dem Foyer, wenn er die Flasche bringt. Kommt nicht erst alle um 10, wenn wir losfahren wollen, ne? So die ein bisschen eher vorbeibringen. Genau. Ihr müsst ja dann in einer halben Stunde da unten mit mir stehen, sondern nur, dass wir die Flasche schon mal haben. Waren wir um 11 Uhr oder 10 Uhr? 10 Uhr fahren wir los, um 10 Uhr ist Abfahrt.